Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es um den Zusammenhang der Nutzviehhaltung und des Welthungers gehen. Prozent der auf dieser Welt hungernden Kinder leben in Ländern, deren Nahrungsmittel für die Nutzviehhaltung exportiert werden. Aktuell hungern ungefähr 815 Millionen Menschen auf dieser Welt. Wenn sich die Welt vegan ernähren würde, gäbe es dieses Problem überhaupt nicht mehr. Denn wir ernten jetzt schon genug, um über 10 Milliarden Menschen davon ernähren zu können. Hier ein Beispiel. 1984 gab es eine Hungersnot in Äthiopien, bei der Zehntausende Menschen starben. Die landwirtschaftliche Kraft des Landes hätte ausgereicht, um die Menschen zu ernähren, jedoch wurden die Nahrungsmittel nach Europa exportiert, um dort Nutztiere damit zu füttern. Aber auch heute sieht die Lage nicht wirklich besser aus. Zum Beispiel aus Guatemala werden jährlich 17.000 Tonnen Fleisch in die USA exportiert, während rund 75% der Fünfjährigen dort unterernährt sind. Hier einige äußerst passende Zitate. Philipp Wollen: Wenn ich um die Welt reise, sehe ich, wie arme Länder ihr Getreide an den Westen verkaufen, während ihre eigenen Kinder in ihren Armen verhungern. Und der Westen verfüttert dieses Getreide an seine Nutztiere. Nur damit wir ein Steak essen können, bin ich der Einzige, der sieht, dass das ein Verbrechen ist? Glauben Sie mir, jedes Stück Fleisch, das wir essen, ist ein Schlag in das verweinte Gesicht eines hungrigen Kindes. Wenn ich diesem Kind in die Augen blicke, wie kann ich dann noch schweigen? Die Erde kann genug Nahrung produzieren, um die Bedürfnisse aller Menschen, nicht jedoch die Gier aller Menschen, zu befriedigen. Philipp Wollen wurde in die Liste der 40 einflussreichsten Führungskräfte dieser Welt aufgenommen. Er war Vizeminister der Citibank, bis er im Alter von 40 Jahren beschloss, sein Leben grundlegend zu ändern und nicht länger Unterstützung der Ausbeutung von Tier und Mensch zu sein. Jean Ziegler: Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Jean Ziegler, ich bin mir nicht sicher, ob sein Name wirklich so ausgesprochen wird, war ein Schweizer Nationalrat und UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung. The Guardian: Es erscheint jetzt offensichtlich, dass eine vegane Ernährung die einzig ethische Antwort auf das weltweit dringlichste Problem sozialer Ungerechtigkeit, in Klammern Welthunger, ist. The Guardian ist eine britische Zeitschrift und das Zitat stammt aus dem Jahre 2002. Doch es ist nicht nur so, dass wir den Ärmsten die Nahrung entziehen und sie verhungern lassen. Der massenhafte Konsum von tierischen Produkten tut uns auch nicht gut. Und das soll das Thema des nächsten Videos sein. Es würde mich super freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, damit du kein Video mehr verpasst. Außerdem wäre es natürlich richtig toll, wenn du das Video teilen und liken könntest, damit mehr Menschen davon erfahren. Und natürlich freue ich mich auch über deinen Kommentar unter diesem Video. Ich wünsche dir viel Glück und Kraft auf deinem veganen Weg und vergiss nie, jeder Einkauf ist ein Wahlzettel. Du kannst etwas bewegen. Bis zum nächsten Mal.